Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Es ist jetzt 8 Uhr. Ich bin schon fix und fertig, habe mich angezogen, habe schon Haushalt gemacht. Das heißt, das Badezimmer ist geputzt. Waschmaschine läuft, die zweite schon. Und genau, Geschirrspüler habe ich ausgeräumt, auch das übliche Betten gemacht. Ihr kennt das ja, ne? Habt ihr wahrscheinlich auch nicht anders. Und Ash ist zur Schule. Das Wetter. Schaut mal. Vorhin schien noch so ein bisschen die Sonne. Ich weiß nicht, wie sich heute entwickelt. Deswegen habe ich jetzt schon mal die erste Wäsche einfach mal in den Trockner reingelegt, weil ich gedacht habe, nee, also es wird wahrscheinlich heute wieder regnen. Es ist relativ frisch und mit Wäsche draußen trocknen ist irgendwie im Moment nicht so gut. Hier mache ich gerade Quark für meinen Schnucki. Und zwar werden wir auch das mal gefragt. Also ich habe hier Quark. Da könnt ihr sehen, Leinöl ist drin, Rosinen, Sonnenblumenkerne, Haferflocken. Und Apfelsaft statt O-Saft. Genau, das wird jetzt alles vermischt und dann werde ich noch einmal einen Apfel da reinschnippeln. Den Quark habe ich jetzt zu Ende gemacht, Apfel reingeschnippelt und jetzt verteile ich das mal auf diese süßen Gläschen. Das hat mein Schnucki halt für die nächsten Tage auch nochmal Vorrat und ich muss nicht immer wieder neu Quark machen. Ich oder er, je nachdem. Manchmal macht er das auch selber. Aber wenn er zum Beispiel jetzt am Videoschnitt sitzt, dann, wie gesagt, bereite ich soweit das Frühstück vor. Frühstück ist soweit gedeckt. Ich habe heute irgendwie gar keinen Hunger auf Brot oder so, sondern für mich gibt es einmal Müsli mit Zimtkissen, die restlichen. Dann haben wir halt ein paar Kirschpflaumen, Apfelsaft. Genau. Also wenn mein Schnitzel gleich fertig ist, dann wollen wir gleich frühstücken. Heute muss ich nicht mehr Mittag kochen. Also wir haben hier noch Borsch von gestern, habe ich ja gekocht. Und Czubryki sind auch noch welche übrig geblieben. Denn ich habe gleich was vor und zwar habe ich um 10:30 einen Termin beim Frauenarzt. Wie immer so halt einmal im Jahr. Diesmal habe ich ein bisschen überzogen. Bin ein bisschen später als sonst dran. Und dafür fahre ich aber nach Neumünster. Dann den habe ich schon seitdem ich ja, ganz, ganz jung bin. Ja, leider ist meiner halt in die Rente gegangen, bei dem ich den von Anfang an war, der mich auch über die Schwangerschaften begleitet hat. Dann kam eine Nachfolgerin, eine sehr nette Frau. Allerdings, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich angerufen, einen Termin zu machen und dann haben die mir gesagt, ja, die ist erst Oktober oder November wieder da. Jetzt muss ich quasi wieder zur Vertretung, also einer gleichen Praxis, aber da ist wieder ein Mann, der halt eben sie vertritt. Und sowas mag ich eigentlich überhaupt gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Wenn ich mich so an die Ärzte gewöhnt habe, so gerade bei dieser Geschichte, also gerade Frauenarzt, möchte ich nicht gerne wechseln. Also ich würde natürlich, solange das geht, irgendwie immer bei dem gleichen bleiben. Aber nun bin ich gespannt. Ich habe auch wieder ein bisschen Schiss irgendwie. Also man ist immer so aufgeregt. Also, oh, weiß ich nicht. Ist halt eben nicht so eine schöne Sache, finde ich jetzt. Ja. Zahnarzt auch nicht so, aber mein Zahnarzt ist ja nicht schlimm. Jetzt irgendwie, ne? Aber trotzdem, wie gesagt, das ist alles ein bisschen unangenehm. Naja, und dann fahre ich halt eben, wie gesagt, um 9:30 ungefähr los, damit ich in Ruhe da irgendwie ankommen kann und auch parken kann. Gerade so um die Zeit ist es echt schwierig, da Parkplätze zu finden. Der ist mitten in der Stadt. Und mal gucken. Also, wie gesagt, so, wir wollen gleich erstmal frühstücken. Und dann gucke ich mal weiter. Es ist 8:30. Eigentlich wollte ich mal mein Video schon mal schneiden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich hinbekomme. Vielleicht setze ich mich jetzt mal kurz mal ran und fange schon mal an zu schneiden. Es ist kurz vor 9. Ich habe jetzt angefangen, mein Video zu schneiden. Das dauert aber noch ein bisschen. Das heißt, wir wollen jetzt vorher nochmal frühstücken. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, bis ich losfahre, das schaffe zu schneiden. Mein Schnucki ist auch fleißig. Schneidet auch ein Video. Guten Morgen. Moinsen. Auf jeden Fall wollen wir jetzt einmal zum Frühstückstisch. Dann bin ich hier angekommen in der Münze, habe aber hier in der Straße geparkt. Ich habe gedacht, ich fahre jetzt nirgends wohin, irgendwo einen Parkplatz zu suchen, aber hier ist was frei. Das heißt, ich gehe noch mal ganz kurz rüber. Ich habe noch 25 Minuten Zeit. Irgendwie war ich viel zu schnell hier. Also los geht's und es wird kalt. Ich sitze jetzt hier im Wartezimmer und dann habe ich so 5 Leute noch vor mir. Ja, dafür gibt es eine Zeitschrift. Oh, es ist warm. Nicht mal 5 Minuten drin. Aber soweit ist alles gut. Es ist kurz vor 12. Ich war mal ganz kurz in diesem Einkaufszentrum
In dem ist jetzt hier, ich glaube Holsten Galerie heißt es. War nur einmal ganz kurz bei der Nunana. Hab nur ein bisschen geguckt, weil mir Dörtchen da so viele schöne Bilder geschickt hat. Aber ich habe nichts gekauft. Also ich bin echt im Moment auch so übersättigt, muss ich ehrlich gestehen. Und so richtig viel an Herbstdeko braucht man sowieso nicht. Ich habe ja noch einiges. Und deswegen hatte ich irgendwie auch, weiß nicht, da waren so kleine Kürbisse, die waren ganz niedlich. Aber 4 € ne? Für so einen kleinen Kürbis. Also ich habe gedacht, nö. Und dann bin ich aber ganz kurz an einem türkischen Geschäft vorbeigegangen, habe da ein bisschen was eingekauft tatsächlich. Ich liebe ja diese Geschäfte, ne? Auch einen russischen Laden natürlich auch. Also ich habe hier Pfirsiche mitgenommen, dann so ganz kleine Gurken, die mag Ash total gerne. Und dann habe ich da was Cooles gefunden. Und zwar, was meine Schwester mir schon mal geschenkt hat, guck mal, dieses hier. Das ist aber ein bisschen jetzt hier kleiner. Also meine Schwester hatte, glaube ich, so 3 große nebeneinander. Ich habe 2 Packungen davon mitgenommen. Und dann habe ich was gefunden, Leute. Ich weiß nicht, ob das genauso schmeckt wie das Russische damals, was ich da schon mal früher mal gegessen habe. Dieses Pastilla, was ich letztes Mal selber gemacht habe, aus Apfel oder Apfelmus. Das ist die mit Aprikose. Oh, das riecht so gut. Ich bin gespannt. Ich habe 3 Stück davon mitgenommen. Ich habe gedacht, ja gut, ich hoffe, dass es schmeckt, ne? Also normalerweise kann man nicht viel verkehrt machen. Das ist ja mit Aprikose und Aprikose ist sowieso ganz lecker. Und wie heißt es denn hier auf Deutsch, das Ganze? Wartet mal. Ja, mit Aprikosensaft gemacht quasi. Aber hier steht irgendwie, ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal, wie das hier auf Deutsch jetzt heißen soll. Ich weiß es nicht. Falls ihr das kennt oder so. Aber wie gesagt, bei den Russen oder bei uns, bei den Russen heißt es dann Pastilla. Und das ist wirklich super lecker. Bin gespannt, wie das da schmecken wird. Also, es ist kurz vor 12, ich bin sehr gut an der Zeit. Wie gesagt, ich war nicht irgendwie woanders noch, also auch nicht bei H&M oder so, weil in diesem, ja, in diesem Einkaufszentrum da sind ja mehrere Geschäfte, aber es war auch relativ leer irgendwie alles und so richtig Bock hatte ich sowieso nicht zum Einkaufen. Davon abgesehen, ich will jetzt einfach nur nach Hause. Hab alles soweit gut überstanden beim Frauenarzt und er war ganz nett. Und meine Ärztin sagte, kommt gar nicht Oktober, November wieder, die ist eigentlich. Die hatte Urlaub und dann eigentlich ist sie wieder da, bis auf Donnerstag eben, ne? Aber die am Telefon, als ich den Termin gemacht habe, hat gesagt, die kommt Oktober, November erst wieder. Total komisch irgendwie. Aber gut, er war ja auch ganz nett. Aber schnell, ne? So. Ich war, wie gesagt, nicht, also nicht mal 5 Minuten oder so. War echt rucki-zucki, aber eine Stunde gewartet, wirklich eine Stunde saß ich da. Na gut, ihr Lieben, also jetzt geht's für mich einmal nach Hause. Der Himmel bedeckt sich auch. Ich habe hier in der Straße geparkt. Mache ich nächstes Mal sonst auch, weil das ist hier praktisch. Man muss nirgendwo was suchen. Hier ist immer was frei. Und sieht natürlich alles hier, guck mal, alles ein bisschen eng überall. Aber ja, guck mal, da hinten ist ein schwarzer Himmel. Also, ihr Hübschen, ich düse jetzt einmal nach Hause. Ich bin zu Hause, habe hier schon mal alles rausgelegt. Ich habe euch vergessen zu zeigen, dass ich nochmal so eine Feigenmarmelade mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob die schmeckt oder nicht. Das Glas ist relativ groß. Mal gucken. Mein Schnucki war fleißig dabei, der hat irgendwas gebacken. Oh, ich habe den Müll vergessen wegzubringen. Ach, schaut mal. Er hat die Förmchen hier benutzt. Und ich kann das schon gleich Bocce machen und das hier wegräumen. Ne? Wenn mein Schnucki hier fleißig in der Küche ist. Ja, manchmal bleibt ja noch mal was liegen, weil er jetzt zwischen Computer quasi springt, Videoschnitt und in der Küche. Aber das riecht so gut hier. So, schaut mal, hier habe ich Besuch. Ich war gerade kurz bei den Kindern, habe den Gurken gebracht und Leo wollte mit runter. Was ist denn deine Muffins? Sind die jetzt fertig hier oder? Ach so. So, und ich mache jetzt einmal langsam hier gleich Schiff. Wir hatten ein bisschen kurz mit den Kindern oben geschnackt und Leo wollte mit runter. So, ich muss ja alles wegpacken, ihr Lieben. Wenn Ash kommt nach Hause, gleich kommt. Ne? Gurke siehst du jetzt, oder? Möchtet ihr auch eine Gurke? Eine Gurke? Leo will sich immer füttern jetzt lassen. Normalerweise hat er immer die Gurke selber gegessen, aber jetzt muss man ihm das so quasi portionsweise so ein bisschen klein machen und dann isst er dann. Komisch, du hast doch immer normal Gurke gegessen. Uch, isst du doch jetzt nicht? Er leckt es nur an, du wisst es gar nicht. Oder willst du aus der Hand essen? So ein Frechdachs. Hat er es gegessen oder nicht? Doch, er hat ein Stückchen mitgenommen. Die russische, also diese türkischen Gurken, die schmecken wirklich sehr gut. Und die kleinen, die gibt es ja eigentlich überall schon zu kaufen.
Aha, jetzt kaufst du das. Das ist zu groß. Guck mal, kannst du essen. Also kleiner geht besser. Der Kraut. Und die sitzt hier daneben. Beobachte mich die ganze Zeit, hat sich hingelegt und ich habe in der Küche ein bisschen geräumt. Und irgendjemand von den Kindern kommt, glaube ich. Und er guckt die ganze Zeit zu, was ich mache. Ich habe jetzt die Suppe einmal auf den Herd gestellt, damit ich sie mal aufwärmen kann. Dann gibt es hier nochmal das restliche Fleisch, kann ich anbraten, Hähnchen. Und die Tschibiriki, die gibt es auch nochmal. Können wir nochmal aufwärmen. Der ruft mir die ganze Zeit zu. Ja. Na, lieber. Ganze 5 Minuten. Fahrt ihr jetzt beide los, oder? Ja, einen Ja. wollen wir mitnehmen. Ach so. Oder also. Er kann auch hier bleiben, ist egal. Wir wollen hier bleiben. Leo sagt, ja. Guck mal, was ich gekauft habe im türkischen Laden. Das ist so ähnlich, was ich mit Russen gemacht habe. Hier mit dem Apfel, die sind Pastilla. Also ich hoffe, dass es auch gut schmeckt. Könnt ihr mal auch probieren. Ja, aber halt Natur aus Aprikose. Und das sind die, meine Schwester, die mir mal geschenkt hat. Stimmt. Die habe ich auch gefunden, halt eben in klein. Also die sind so ein bisschen dünner. Cool. Ne? Guck mal, ich habe schon ein Stückchen probiert, abgerissen. Und das schmeckt sehr gut. Und wir haben hier jetzt ein Hundesitter. Die Kinder fahren jetzt einmal ganz kurz zur Rewe. Und alle mit Leo mal spielen. Wir sind ein bisschen raus mit Leo. Der hat gleich sein Geschäft erledigt, so kurz. Oh. Ist ein bisschen frisch geworden bei uns. Und hier müsste ich, glaube ich, ein bisschen den Rasen langsam mähen. Aber irgendwie traue ich mich wieder nicht, weil sonst mähe ich ja ganzen Samen wieder ab. So, ich muss mal kurz gucken, gleich, dass er mich hier nicht abhaut. Er ist noch nicht dabei komplett. Das Essen ist auch schon soweit gleich fertig. Also diese Ecke ist immer gefährlich, weil er immer hier nach links möchte. Aber da muss ich jetzt einmal gleich lieber aufpassen, dass er nicht durchläuft. Weil ansonsten ist er weg. Sieht so lustig aus mit seinem Hähnchen da im Mund, ne? Sieht so süß aus. Und ich habe übrigens orange Finger. Von den Karotten. Er hat gerade ein bisschen Karotte bekommen. Ne? Die Blümchen gehen hier noch. Die muss ich gar nicht wegziehen. Oh nein, die Polster lagen in der Nässe. Nein, das hat er genieselt. Shit. Habe ich gestern gar nicht gesehen. Aber die werden wieder trocken. Die Kinder sind wieder da. Die haben jetzt Leo wieder. Und wir essen. Schaut mal, ich habe Borscht. Ich bin die Einzige, glaube ich, die Borscht isst. Mein Schnucki mag das nicht. Ist gar nicht. Das ist auch Borscht, aber die feste Variante. Mein Schnucki isst jetzt auch die Reste halt von gestern auch. Die müssen auch gegessen werden. Genau, und Chibureki. Also, guten Appetit. Guten. Guten. Ich komme gerade runter, weil sie Leo allein oben gelassen haben. Nein, die wollen Salat holen. Und Leo ist jetzt allein. Das erste. Naja, ihr habt es schon mal ein paar Mal versucht, ihn allein zu lassen, oder? So, die wollen einmal. Wo ist denn der Salat? Wo ist der Salat? Und da. Er jault, ne? Nee, jetzt nicht, aber. Aber sonst? Nein, weil Papa meinte, was soll dann passieren? Ach so, ja, okay. Mhm. Ihr müsst die Wurst rausfischen. Ist so viel drin? Ne, ich gebe euch eine Schüssel. Aha. Und dann pullen wir das raus. Leo ist gerade verdächtig leise, hat Max gesagt. Er nimmt wahrscheinlich die ganze Wohnung auseinander jetzt. Er macht jetzt alles das, was ihr ihm nicht erlaubt. Er hat so vom Teppich knabbern. Er hat ein paar Stellen Teppich im Schlafzimmer, wo er gerne hingeht. Mhm. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber nicht entpiescht. Nee, er legt das ab oder so, keine Ahnung. Nicht dran. Immer so zwei bestimmte Stellen. Warum auch immer. Reicht euch das, oder? Ja. Ihr müsst die Wurst rauspulen. Machen wir. Guten Appetit. Mit. Er wollte den Schwand mitnehmen. Oder womit? Oder nee, man kann das auch mit Mayo. Ich lese auch. Wollt ihr noch einen Wandtan mitnehmen hier? Nee. Ja. Das ist ein Chibouille. Ihr könnt ja drumherum essen, um das Fleisch. Ja. Naja, guten, ne? Komm, so. Sag. Ja, setzt euch. In der Fleisch. Guck mal, gleich werden die hier gezwungen zum Fleischessen. Ich hab mich jetzt kurz nach draußen so ein bisschen verzogen. Ich bekomme hier langsam Kopfschmerzen, ne? Wieder gestern irgendwie auch ein bisschen leichte Kopfschmerzen gehabt, wahrscheinlich zu wenig getrunken. Ich hatte allerdings heute Nacht nicht so gut geschlafen. Ich glaube, ich war um 9:30 Uhr im Bett und gegen 2 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Ich glaube, bis um 4 Uhr habe ich mich hin und her gedreht, von links nach rechts, von rechts nach links. Und irgendwie ging es nicht mehr. Wahrscheinlich war ich bis 2 Uhr ausgeschlafen.
und dann fit. Dementsprechend bin ich jetzt irgendwie total müde. Esch bekam gerade seinen Kumpel zu Besuch. Die wollen jetzt nochmal das Stück von gestern durchgehen, also diese Ballade, die sie jetzt morgen vortragen müssen in Deutsch. Und morgen schreiben die auch noch in Englisch einen Test. Esch ist voll aufgeregt. Der Kumpel isst gerade eben meine Suppe, also Borsch, und die beiden letzten Chiburekis isst er nochmal auf. Finde ich ja voll cool. Und ich habe mir gedacht, ich bleibe mal kurz ein bisschen hier draußen und chill mal ein bisschen. Irgendwie mal zur Abwechslung erstmal nichts machen kurz. Und danach geht's weiter. Ich möchte gerne mein Video weiterschneiden, was ich heute Morgen schon angefangen habe und noch nicht zu Ende gebracht habe. Eigentlich muss ich 2 Videos schneiden. Und aber gut, erstmal bleibe ich kurz mal draußen und Wespenalarm. Weil es auch so relativ mild gerade ist. Es ist zwar windig, aber das ist relativ warm heute. Also es ist relativ... Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir das haben. Ja, ich glaube, die Jungs sind auch schon gleich fertig mit dem Essen. Und dann gucken sich das nochmal alles an da mit Deutsch. Und dann wollten die Englisch üben für morgen, für den Test. Da haben sie irgendwelche Zeiten. Ich glaube aber eh Wiederholung. Ich meine, die Zeiten hatten die ja schon mal. Ihr habt wieder fleißig geschrieben, da habe ich mein Video veröffentlicht gestern, wo ich die Flurmöbel aufbaue mit Max und Chrissy zusammen. Und genau, also der Flur wird hübsch werden, beziehungsweise das Video habt ihr schon gesehen. Das kommt jetzt heute online, genau, und vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare. Ich hatte so ein bisschen in dem Video so erzählt, dass sich da ein paar Leute geschrieben haben, wie gesagt, was ich mir da irgendwie rausnehme, Ashs Zimmer zu verändern und aber wie gesagt, das Thema ist jetzt geklärt. Ich habe es euch gesagt, wie das war. Und wie gesagt, man ist wirklich keinem Rechenschaft schuldig. Also ihr habt ganz lieb geschrieben, auch eine Zuschauerin, die sagte, du könntest meine Tochter sein, weil ich so das gleiche Alter habe. Und da hast du wirklich einen schönen Text dazu geschrieben, einen schönen passenden Text, dass man sich halt eben nicht rechtfertigen muss und dass jeder von uns sein eigenes Leben lebt und es so macht, wie er es möchte, wie er sich wohlfühlt. Also man muss sich nicht verbiegen lassen oder so für die anderen. Und wie gesagt, jeder von uns ist ja geschmacklich total unterschiedlich. Der eine mag das, der andere wiederum nicht. Egal, ob es jetzt vielleicht einige sagen, so voll steril, alles aufgeräumt, ich mag es lieber ein bisschen chaotischer. Ja, dann ist es auch gut. Wie gesagt, jedem das Seine. Das Thema hatte ich ja schon mal, das will ich jetzt nicht wieder aufwärmen. Aber wie gesagt, habt ihr ganz, ganz viel fleißig geschrieben. Ja, ihr Hübschen, also ich genieße mal ganz kurz hier ein bisschen die Ruhe und dann mache ich mich nach der Pause ran an meinen Videoschnitt. Übrigens, so sehen die Teilchen von dem Schnucki aus. Die schmecken super lecker. Eigentlich fehlt hier noch so ein bisschen Zuckerguss und ein paar Streusel drauf oder sowas. Aber sonst, oder ein paar Früchte vielleicht. Aber sonst super lecker. Ich bin jetzt hier fertig mit meinem Video, hab's zu Ende geschnitten, Mixdown läuft, jetzt muss ich noch einen Thumb machen mit meinem Schnucki, hat mich gerade versorgt mit diesen leckeren Teilchen. Das sind keine Teilchen. Ich möchte noch mehr Teilchen. Und ich möchte noch mehr davon haben. Kuchen, Finger weg. Ich muss noch ein Bild machen für Insta. Ich muss jetzt, wo filmst du gerade hin? Zu dir? Hier so? Nee, aber ich stehe ja hier. Achso. Ja, die Kamera, ich muss manchmal echt gucken, weil früher war der Bildschirm oben drüber, das war viel besser. Nee, also, du hast gerade einfach zum Kühlschrank gefilmt. Weil ich dachte, dass du noch da springst. Oder was? Nee, okay. Wieso sollte ich denn da hinspringen? Auf jeden Fall sind die super lecker. Ja, mach mal ein Bild von mir. Ich kann mir die scheiß Kamera hier nicht zurecht, ne? Mein Schnucki ist jetzt bei Instagram wieder aktiv. Ja, und kann mir mal jemand sagen, wenn man so was fotografieren will von sich und irgendwas, was da unten liegt, den kann man doch da gar nicht drauf drücken. Was muss man da für verkrüppelte Hände haben, wenn das geht? Oder wie geht das? Aber gibt's nicht so eine Selfie-Stange? Nee, aber diesen komischen Dings, wo man hinten die Finger hinterklemmen kann. Ja, genau. Kann. Geht auch. Also Adan ist jetzt bei Insta. Dieser echt so hat sowas, ja, ne? Ja, genau. Er hat immer. Hier, wie heißt nochmal dein Instagram? Wenn ich das so mache, das fällt doch sofort runter, das Handy. Das ist für ein Mist. Also, du heißt... Ich höre da wieder mit auf. Wie heißt du nochmal da? Adi Habibi. Adi Habibi heißt er da auf Instagram. Jetzt wird er ein bisschen mehr aktiv. Wer sagt denn das? Also aktiver. Das sagst du gerade. Nein, du hast gestern schon 2 Videos, 2 Fotos hochgeladen. Ich versuche das, aber wenn ich nicht mal ein Bild machen kann, was soll ich denn da machen? Muss ich da was reinschreiben? Ich bin gerade eben hier rein und sagte, kannst du von mir ein Bild machen? Ja, auf jeden Fall sind die Teilchen, wie gesagt, super, super lecker. Ich esse gleich noch ein bisschen was davon. Ich weiß jetzt, ich bin zu alt für Insta. Nein. Das geht nur bis 20. Nein, ich mache jetzt ein Bild von Adrian und dann mache ich kurz das Video da zu Ende. So, es ist 17 Uhr. Ich habe mich gerade kurz hingesetzt. Ich habe gerade 2 Videos geschnitten. Eigentlich wollte ich nur eins. Ich habe nachher gedacht, wenn ich zu viel aufnehme und nicht relativ zügig schneide, komme ich nachher nicht mehr gegen an. Was ich schon mal hatte, ich hatte 9 Videos und die musste ich nach und nach
echt zügig bearbeiten und dann habe ich so einen Druck nachher. Deswegen habe ich gedacht, okay, zwei hatte ich ja schon aufgenommen, jetzt geschnitten, jetzt nehme ich für das nächste hier auf. Das heißt, das muss ich dann morgen wieder schneiden. Ja, mein Video ist gerade online gegangen, ich werde gleich nochmal kurz nach den Kommentaren gucken, es ist gerade 17 Uhr. Dass ich die Kommentare einmal durchchecke. Ich habe mir gerade Sonnenblumenkerne geholt. Irgendwie hatte ich gerade voll Hunger drauf, werde ich dann gleich noch ein bisschen was davon essen. Und dabei halt die Kommentare mir angucken, was ihr so Nettes geschrieben habt. Da habe ich ja das Video mit dem Flur hochgeladen. Und genau, die anderen beiden Videos sind jetzt durch. Und morgen habe ich einen Termin zum Zahnarzt. Da habe ich diese Zahnreinigung. Und ja, morgen ist schon wieder Wochenende, ne? Ich finde, die Wochen vergehen wie im Flug. Vor allem, wir haben ab dem 4., also ich glaube, 1.10. war der letzte Schultag, ab 4.10. haben wir schon Herbstferien. Es geht echt ruckzucki. Also ich weiß nicht, wie es euch vorkommt, aber bei mir ist es irgendwie auch dieses Jahr extrem, dass es so schnell vorbeiläuft alles irgendwie. Ja. Das Wetter hat sich schon wieder jetzt geändert. Ne? Eigentlich wollte ich ein bisschen Garten gehen, ein bisschen was schnippeln. Ich wollte gerne den Schmetterlingsflieder einmal abschneiden, weil er schon so ausgeblüht ist. Und ein paar Petunien schon mal rausnehmen, die sind nicht mehr so schön. Also werden halt gelblich schon und einfach mal raus. Und auch die Töpfe werde ich erstmal nicht bepflanzen. Warte ich erstmal bis nachher vielleicht irgendwie ein bisschen Heide oder so. Irgendwo was gibt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es schon irgendwie was, ne? Im Verkauf. Habe ich noch nicht darauf geachtet. Also Herbstblumen habe ich nur, oder Herbstpflanzen. Noch nicht darauf geachtet. Aber das kann man dann nachher schon machen. Gerade wenn das Wetter so ist, das ist richtig eklig. Aber wie gesagt, damit warte ich dann und nehme euch natürlich im Video dann mit. Ja, meine Hübschen, also ich mache mal ganz kurz hier die Kommis und gucke mal, was ihr wieder so fleißig geschrieben habt. Ob ihr wieder mit mir geschimpft habt. Oder, ja. Einer hat auch geschrieben, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Ich sehe mich gar nicht so richtig als Öffentlichkeit, ehrlich gesagt. Gut. Man dreht ein paar Videos und stellt sie rein. Und irgendwie kommt es natürlich immer so auf den Ton darauf an, ne? Wie man in den Kommentaren so ist. Aber ich weiß, wahrscheinlich ist es auch falsch. Ich gehe so manchmal so von mir aus. Wenn ich zum Beispiel meine Kanäle gucke, die ich gucke, wenn mir da irgendwas nicht gefallen sollte oder so, dann hinterlasse ich trotzdem keinen Kommentar. Also dann ist es halt so. Dann werden die schon diejenigen, die es gedreht haben, wissen, was für die am besten ist, ne? Deswegen bin ich nicht so. Ich kommentiere eigentlich gar nicht. Ich schaue einfach nur die Videos an. Mehr will ich ja gar nicht. Genau. Na gut, ich schaue jetzt einmal ganz kurz, was ihr mir so Schönes geschrieben habt. Hier wird fleißig abgewaschen. Oh mein Gott, haben wir so viele Gelbe? Konnte mich gar nicht dran erinnern. Ich versuche hier gerade den Abfluss mehr zuzumachen. Ach so. Sicher? Das wollen wir. Ja, geschafft. So. Was machst du da? Mein Schnucki möchte Marmelade machen wieder, ne? Ich möchte nicht. Schlechte. Ich mach. Ich möchte nicht. Ich mach. Wollen wir das auch sehen, alles heute gespült? Ja, es ist irgendwie nicht praktisch, ne? Dann ist da nicht ein Spritzschutz drin. Ja. Ich habe einen Kern im Mund. Ich esse nämlich so nebenbei auch welche. Mhm. Schmecken voll gut. Ja, tun sie auch, das stimmt. Und von denen da, die können wir ja gern lassen. Dann machen wir da draus Wein. Super Idee. Gut. Trinken wir auch, ne? Ja, und? Kann man stehen lassen für Gäste. Es ist 20 vor 8 abends und mein Schnüffel und ich sitzen die ganze Zeit und entsteinern die Mirabellen. Und das riecht so gut. Wir kommen jetzt schon gleich zum Schluss. Guck mal, wir müssen nur noch einmal diese hier. Mein Schnüffel macht mit diesem Gerät und ich mit dem Messer. Und wir haben Schüssel fast voll. Das heißt, gleich wird nochmal die Marmelade gekocht. Und hier jetzt mal die Gläser. Jetzt mal die Gläser, stimmt. So, jetzt wird nur noch Marmelade gekocht gleich und dann ist die Feierabend für uns. Wir haben nicht mal Abendbrot richtig gegessen. Es ist kurz vor 8. Nicht wahr? Das dauert noch. Das dauert. Wir sind hier bestimmt noch ganz lange im Gange. Lieben, es ist auch Feierabend jetzt hier. Ich helfe gleich mal Schnucki einmal die Marmelade weiterzumachen. Hab zwischendurch hier die Kommentare gemacht, auch bei TipTap und so. Und das war's dann auch mit dem Video für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja, passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.